Hallo und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich möchte euch heute zeigen, wie man so eine schöne Karte machen kann mit einem ausklappbaren, hier zum Beispiel einem Herzchen. Das ist ganz einfach und sieht wirklich immer sehr schön aus. Ihr braucht Pappe. Da habe ich hier eine einfarbige Pappe und hier habe ich so einen Block mit ganz besonderen schönen Pappen in allen möglichen Farben. Außerdem braucht ihr doppelseitiges Klebeband, eine Schere und, wenn ihr wollt, auch eine Zackenschere, ein Lineal und Stifte. Ich habe mir diese beiden Pappen ausgesucht, einmal die einfarbige Pappe und eine Pappe mit diesem schönen Muster und von der anderen Seite gepunktet. Diese beiden Pappen muss ich jetzt so zurechtschneiden, dass sie gleich groß sind und dass ich daraus zwei gleich große Karten machen kann. Um möglichst wenig Verlust zu haben, lege ich die beiden Pappen so aufeinander, schneide ich hier diesen Rand ab, der noch übersteht, und hier diesen Rand ab, der übersteht. Das mache ich mit Hilfe des Lineals. Mit einer scharfen Schere schneide ich jetzt hier ganz vorsichtig entlang der Linie. Reste kann ich gleich noch gebrauchen. So, die beiden Pappen sind jetzt genau gleich groß. Zuerst falte ich die einfarbige Pappe genau Spitze auf Spitze. Jetzt falte ich die zweite Pappe Spitze auf Spitze. Die innere Karte, die einfarbige, schneide ich jetzt hier parallel ein. Je nachdem, wie viele ausklappbare Elemente ich haben möchte, wiederhole ich das. Wenn ich nur ein ausklappbares Element haben möchte, habe ich nur einmal zwei Schnitte. Ich möchte jetzt aber auch noch ein zweites ausklappbares Element. Je nachdem, wie lang die Schnitte sind, wird das Objekt gleich weiter vorne oder weiter hinten in der Karte liegen. Jetzt knickt ihr die Schnitte einmal so um, knickt es wieder zurück, faltet die Karte auseinander und holt die beiden Teile so nach innen. Falte das Ganze wieder übereinander. So. Hier kann man schon erkennen, wenn man die Karte gleich so aufklappt, können sich hier Objekte aufklappen. Diese einfarbige Pappe klebe ich jetzt hier in die andere Pappe rein. Hier kann man jetzt unterschiedliche Elemente anbringen. Man könnte beispielsweise aus einem Prospekt etwas ausschneiden und das Ganze aufklappen lassen. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen von einer Palme ausgeschnitten, könnte das hier reinkleben oder ein Foto oder sonst irgendetwas, zum Beispiel eine Zahl. Wenn es eine Karte zum Geburtstag ist, könnte man schön hier so eine Zahl aufklappen lassen. Ich werde hier aus den Resten von der Pappe wieder kleine Herzchen ausschneiden und Herzchen ausklappen lassen. So, ich habe mir ein paar kleine Herzchen ausgeschnitten und die klebe ich mir jetzt mit Doppelkleber hier an meine ausklappbaren Elemente. Dafür bringe ich hier an dem Element an der unteren Seite, also man muss sich vorstellen, die Karte klappt sich so auf. Das hier ist oben, das hier ist unten. Hier bringe ich doppelseitiges Klebeband an oder es geht auch mit Prittstift natürlich. Und da bringe ich mein erstes Herzchen an. Ihr müsst immer dabei darauf achten, dass nichts aus der Karte raussteht. Bei mir, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, hier guckt das Herzchen raus. Das müsste also weiter unten angebracht werden.
könnte ich jetzt noch etwas reinschreiben, hier oben oder auch hier unten. Oder auch auf der Vorderseite kann ich noch ein weiteres Element hinzufügen und zum Beispiel einen Spruch draufschreiben. Ich finde, das ist immer was ganz Schönes, wenn man eine Karte aufmacht und da kommt einem einfach noch so was entgegen. Das ist eine besondere Karte und vielleicht habt ihr Lust, das Ganze nachzubasteln. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Do It Yourself Inspiration. Tschüss!